So, da sind wir wieder. Wir waren bei der Ausrüstung stehen geblieben. Genau, Altcord hat jetzt einen Webtex DP Assault Vest. Ich glaube, das ist britisch, oder? DPM ist doch wie heißt das denn? Nee, Disruptive Pattern Material. Das ist doch das britische Tarnmuster. Für die beiden tue ich nichts. Ach, Eagle wollte ich sonst noch einen geben, aber hier ist ja schon eine Weste vorhanden. Bei Hannibal ebenfalls eine gute Weste. Kedo auch. Scotty auch. Henning bräuchte noch was. Ah, ich gebe ihm vorübergehend am besten mal so ein M16 Chest Pouch, bevor ich was Gutes Deutsches habe. So, dann braucht aber sonst keiner mehr. Ach, dann bleibt der zweite hier einfach. Das ist zwar relativ gut, aber das passt einfach thematisch zu niemandem aktuell. Ja, bis auf zu den beiden, da würde es einigermaßen passen. Aal vielleicht noch? Nee, zum Aal passt es nicht. Ich glaube, das Ding hat Probleme mit größerem Magazin. Aber was ich hier noch sehe, ist ein besserer Pistolenholster. Und zwar ein Pistolenholster, wo nebenbei auch noch Magazine reinpassen. Das wäre nämlich für. Nee, er hat ja so ein langes Magazin. Genau, das ist eine Glock 18 für den Nahkampf. Bei Seaman wäre es ein bisschen besser, einen Holster zu haben, wo auch drei Magazine und nicht nur ein Magazin reinpassen. Auch wenn wir gerade kein 40 Smith & Wesson haben, dann haben wir noch eine ganz normale AK-Magazintasche. Die habe ich ja bereits schon. Die könnte doch Eagle. Ach so, Eagle braucht ja. Ja, stimmt. Eagle braucht ja zwei Satchels. Hier ist auch alles in Ordnung. Hier ist ein SVD-Pouch. Also besonders britisch ist das nicht. Ah, stimmt. Ich hätte. Ah, ich habe jetzt aber keine Lust zu wechseln, Scotty noch das britische Ding zu geben. Es wird demnächst noch ein paar gute britische Sachen geben. Dann haben wir hier ein besseres Nachtsichtgerät. Ist vorhanden, besseres Nachtsichtgerät ist vorhanden. Ah, so ein eingebrochener. Hier sind richtig viele Arztkoffer. Okay. Dann würde ich erstmal sagen, dann fülle ich meinen Arztkoffer auf. Dann fülle ich Babs Arztkoffer auf. Dann kriegt Siemens. Siemens kann locker auch noch einen Arztkoffer tragen. Wie viel Med hat er denn? Med 42 ist jetzt nicht super geil. Der Arzt ist sowieso überladen. Hier muss Munition getragen werden. Hier muss Munition getragen werden. Hier ist. Die machen quasi nicht mit. Ah, verdammt, man kann was ist das nochmal? Minendetektor. Metalldetektor, genau. Metalldetektor braucht das untere Ding. Sie hat noch ein bisschen Med-Fähigkeiten. Und das war's auch schon. So, Kilo, normalerweise mache ich das standardmäßig so, dass in den Rucksäcken immer hier ein Medizinpouch drin ist. Besonders bei denen, die selber halt keinen großen Arztkoffer mit sich rumschleppen können. Med 50 ist jetzt auch nicht so. Was haben wir hier sonst noch? Alkohol. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ich irgendwann mal einen Kampf besoffen machen soll. Hier noch eine Schutzbrille. Das ist noch ganz praktisch. Gerber-Tool. Wer hat denn das größte Tech-Wissen? Mechanik. Wir wollen ja noch diese eine Tür da aufmachen. Na, ich habe keinen Bock, jemanden zu holen dafür. Die NASA hat noch ein ganz gutes Mechanikwissen. Obwohl, das können wir doch eigentlich. Das passt doch auch auf die Pigeon-Neck drauf. Aber auf der Pigeon-Neck ist es eigentlich besser. Ja, da haben wir zwei Stück davon. Falls wir irgendwann mal nachts kämpfen, dann haben wir genug davon. Was soll's? Haben wir hier noch. Nehmen wir noch ein bisschen Schminke mit. Ah, Murmeln. Murmeln sind halt mega die Meme-Waffe. Murmeln kann man auf einen geraden Untergrund drauf streuen und dann legen sich Gegner aufs Maul, die da drüber laufen. Da kommt man aber eigentlich fast nie dazu, das einzusetzen. Die waren in Unfinished Business, also das Standalone-Add-on zu Jagged Alliance Unfinished Business. Das spielt ja sehr oft in Bunkern und sowas. Aber, ja, hier im normalen Jagged Alliance habe ich die noch nie eingesetzt, aber ich kann sie mal irgendjemandem mitgeben. Das Nasentier ist so ein Meme-Tierchen, aber es passt hier. Rülps ausgeschnitten, nirgendwo rein. Ich nehme die mal mit. Wir sind sowieso alle überladen und ich bin sowieso verletzt. Wie sieht's denn aus mit Westen? Hat irgendjemand noch so eine richtige Kackweste? Okay, das ist nicht so ganz so gut, was der Aal da hat. Nee, die ist besser. Ach, das ist eine Flakweste. Gut. Die ist, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, die tun sie nicht viel. Spektraweste und Flakweste. Hier könnten wir mal austauschen gegen Spektraweste.
Ja, 88 Spektra-Weste ist hier schon besser. Das ist diese Bundeswehr-Weste, die passt super. Das ist eine super leichte Tvaron-Weste. Um die kümmere ich mich nicht. Das ist ein Cop-Armor. Genau, Cop-Armor ist nochmal die Guardian-Weste auf Crack. Die wird einmal getroffen, hält eigentlich den ersten Schuss sehr gut auf, aber dann ist die kaputt und dann treffen die meisten anderen Treffer. Das ist aber relativ gut für einen Machine Gunner. Machine Gunner werden ja nicht so mega oft getroffen. Hier ist noch eine MK9 Fragmentation West. Ja, die ist aber auch gar nicht mal so schlecht. Und die ist einfach zu schwer. Ach, wir haben ja noch eine Spetsnaz Weste. Wäre die vielleicht noch für irgendjemanden was? Nee, für Eagle. Ja, ich tausche hier mal aus. Hier bei Eagle. Besser die Spetsnaz-Weste und dafür Cop-Armor geht dann am besten nicht an Uli, an den Aal. An den Aal geht am besten die Cop-Weste. Scharfschützen, also diese Cop-Armor ist für Scharfschützen eigentlich fast optimal. Ansonsten sind hier noch so ein paar Schalldämpfer. Tripod. Moment, da geht aber nicht das Pagenic drauf, oder? Nee, das ist das Westliche. Es gibt drei Stück davon. Einmal Deutschland, Zweiter Weltkrieg. Einmal westlich und einmal östlich. In der Wirklichkeit ist das natürlich komplizierter mit diesen drei Beinen, aber hier in Jagged Alliance sieht das halt so aus. So, was fehlt mir noch? Habe ich noch diese unfertige Lauferweiterung? Ah, jetzt kann ich die fertig machen. Jetzt haben wir Quick Glue. Tada! Und jetzt haben wir eine Barrel Extension, die man nur auf sehr wenige Waffen drauf machen kann, leider. Größtenteils nur auf Maschinenpistolen. So, dann hätten wir das erledigt. Gut, dann sind wir jetzt natürlich bei V60. Dann machen wir uns mal auf den Schrottplatz, um da mal kurz innezuhalten. Hier bin ich. Warte auf an. Heil angekommen. Haben wir da was gekauft? Ja, wir haben da ganz kurz was eingekauft. Ach, hier ist noch ein Belt. Super, das Belt passt doch garantiert perfekt zum Pigeonier. So, komplett überladen. Ah, hier ist ein Trench-Magazin, aber ich habe nicht so wirklich Lust, das einzubauen. So. Dann gehen wir mal los Hier. und gucken mal, ob wir hier was Neues kaufen Verstanden. können. Genau, wir haben ja Alles Mad klar. Dog angeheuert. Alles klar. Leider kann man auf dem Schrottplatz keine Milizen ausbilden. Ich weiß, den kann man verteidigen, indem man irgendwie Leute hier ganz komisch hinter, ich glaube, hinter diese Metallkiste stellt und dann hier auf den Eingang guckt. Alles Aber, klar. na, weiß ich nicht wirklich, ob ich da Bock drauf habe, das zu machen. Alles Ah, klar. hier ist er ja schon. Ich dachte, er wäre da drin. Bleib stehen. Ah, zurück, um Jake wiederzusehen, hä? Huh? Ja. Sieh dich um. So, was haben wir hier? Flammenwerfer, UDA-Revolver, Derringer. Der hat nur so kaputte Revolver. Und der hat Platten. Die kann man gebrauchen, die kann man gebrauchen. Titan kann man reparieren. Brille müsste eigentlich jeder haben. Falls nicht, kaufen wir einfach mal. Ja. So, gucken, was im Inventar landet. Rest einfach wegwerfen. So. Die Brille. Die Brille. Und dann verteilen wir den netten Kram mal. So, aber es haben eigentlich alle Brillen. Na, bis auf die zwei hier. So, sie kriegt noch eine Brille. Naja, sie hat keine. Brille. Brille. Wäre da einer drin? Nein, das Nachtsichtgerät drin. Brille. Er hat kein Nachtsichtgerät. So, dann gucken wir mal. Kann man hier irgendwas reintun? Ja, hier kann man zumindest schon mal diese. Er kriegt am besten eine Platte. Er ist ein Machine Gunner. Er wird wahrscheinlich nicht so ganz oft getroffen. So, bei ihr ist das schon ein bisschen wahrscheinlicher. Von daher ist das relativ cool. Hier ist schon Titan drin. Hier ist eine Platte drin. Die darf man nicht gleichzeitig. Kann man hier? Nein, das geht nicht. Die beiden werden nicht aufgerüstet. Hier ist bereits Titan drin. Wir müssen dringend die Gegenstände reparieren. Hier sind zwei Platten drin. Hier darf gar nichts rein in die Kopfweste. Hier darf das nicht rein. Ja, er hat schon beides, was eigentlich eher so eine Art Glitch ist. So, was ist besser? 67. 67. Die ist reparierbar, die nicht. Von da ist das besser. Ah, und die Nase darf die bekommen. Dann ist die Nase. Ach so, die Nase ist sowieso verletzt und überladen. So, falls wir angegriffen werden, muss ich jetzt den ganzen Mob nehmen und den ganzen Mob, ich glaube, hier in das Haus stellen. Da hat man da am besten eigentlich
die beste Möglichkeit, sich zu verteidigen. So, der typische Jagged Alliance Gänse, der patentierte typische Jagged Alliance Gänsemarsch. Die können nur die Schützenlinie, beziehungsweise die können nur die Marschlinie. Schützenlinie wäre ja längs und nicht quer. So, und dann müssen wir hier erstmal Pause machen, unsere Leute verarzten, Gegenstände reparieren. Ja. Scotty wieder aufheben. Und Uli hat ein Health bekommen. Ist ja sehr schön. So. Reparieren. Nein, Patient. Patient. Doktor. Keine Operation durchführen. Doktor. Am besten gar nichts machen. Gar nichts. Gar nichts. Gegenstände reparieren. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Doktor? Nein. Patient? Warum kann... Jatzkoffer ist auf einmal verschwunden. Was soll das denn? Duty Trupp 2. Und gar nichts. Damit welche kampfbereit sind, wenn die Gegner zu uns kommen. So, dann wollen wir mal gucken, was passiert. Vorsichtig, es sind Gegner in der Nähe. Ja, übertreib doch. Gutes Sektor. So, jetzt sofort. Igel, aufstehen. Nach da laufen. Nach da drehen. Ducken, anzielen. Hinlegen, anzielen. Ja. So, hinlegen, anzielen. Ich hab da ein verdächtiges Geräusch gehört. Sie sind hier. Jetzt wird's... Das Magazin ist leer. Ja, na, das kriegen wir hin. So, jetzt einer nach dem anderen. Ist in Position. Kommt am besten in etwa hier hin. Guckt auch dahin. Legt sich allerdings hin. Yep. Hier ist noch mal ein bisschen mehr Feuerkraft. Die brauchen wir auch auf der Seite. Ja. Ist verletzt, bleibt da, wo es ist. Aal wechselt zu einer Waffe, die keine Munition verbraucht, die wir gleich noch dringend brauchen. Und greift am besten von hier oben an. Kann sich aber kaum bewegen, weil die anderen hier alle... Was? Der Aal muss über die ganzen Leute hier drüber steigen. So. Hier, ich würde auch sagen, eher mal von hier oben. So. Er kann so ein bisschen in den Eingang reinsehen. Besser als gar nichts. Was? Schmeißer. Kommt hier zu den coolen Kids. Und anzielen. Und kann den ganzen Eingang sehen. Sehr schön. Verletzt, ja. Verletzt, verletzt. Was? Zu wenig Reichweite. Hier. Ja, Seaman können wir noch so ein bisschen benutzen. Ja. So, Altgott. Ja, komm zu den Leuten hier oben. Oder nee, genau, das kann man auch noch machen. Und zwar kann man hier in das Haus rein und dann hier aus dem Fenster rausgucken. So, jetzt hat eigentlich... Haben die meisten zu tun. Das müsste eigentlich so passen. Das sind aber auch mega viele in dem Team. Ich glaube, wir müssen... Miguel und den anderen Typen dringend loswerden, weil die einfach nur die ganze Zeit Sachen versperren. Wenn man irgendwann hat man halt zu viele Söldner und dann knubbeln die sich die ganze Zeit kaputt und blockieren sich gegenseitig. Ja. Was? So, wie sieht's aus? Sie kann ihn hier sehen. Und ausschalten. Zum Glück können wir hier nichts kaputt machen. Ich glaube, hier explodiert auch nichts, wenn man dagegen schießt. Sie. So, gucken wir. Egal, egal, egal. Ist in Position. Ist in Position. Ist in Position. Zielt an. So, zielt. Nee, er steht ja. Das ist ja doof. Also MG3 ist ja doof aus dem Zielen. Aal. Genau, wollte ich hier haben. Okay. Hier an der Gehäusekante. Kann sich nicht mehr drehen. Okay, hat ja gerade schon geschossen. Schmeißer. Hat auch schon angezielt. Macht Pause, macht Pause, macht Pause. Seaman. Ja, ist richtig. Der einzige, der noch bewegt wird, ist Altgott. Der geht hier hin und zielt hier aus dem Fenster raus und kann relativ gut den Eingang einsehen. Sehr gut, jetzt müssen die eigentlich nach und nach alle ankommen und schon 60er Zeug droppen, was natürlich relativ cool wäre. Ja. Und er kriegt auch schon die erste Unterbrechung. Oh, trifft sogar. Nein, leider hat er die einzige Unterbrechung. Es geht mir aber mega gegen den Strich, dass das Team so durcheinander gewürfelt ist. Ich muss mal kurz sozusagen aus dem Sektor raus, auch wenn es gerade spannend ist, und das korrigieren.
Hä, wieso? Na. So. Nah sind hier ich, Beb, Simon, Al, Uli sind eins. Schmeiser und Altgott sind auch noch eins. Eigentlich ist das die so lala korrekte Sortierung. Lass mich raten, wenn ich jetzt einmal quicksafe und einmal quicklade. Genau, dann habe ich wieder die richtige Reihenfolge. Das ist manchmal ein bisschen mehr, sehr merkwürdig. Al, Headshot. Ich habe gesagt Headshot. Warum sie Was? Sehen... Doch, die da unten können die hier oben sehen. Ja? Ja. Sie. Hm? Ja, ist ja kein Problem. Ist nur doof, dass sie keine Unterbrechungen bekommen haben. Mit manchen muss ich ein bisschen weiter vor. So, wie viel kann ich denn? Ja. So, hier geht auch noch ein bisschen was. Es ist nämlich besser, wenn mich alle hier diesen Eingang sehen können, dann kriegt immer mindestens einer eine Unterbrechung. Das dürfte aber eigentlich ohne Probleme zu schaffen sein. Komm doch! Ja. Hm? L? Sehr gut. Jetzt ist hier alles abgedeckt. Und grün heißt, egal welche Position Gegner hier durchgeht, ist treffbar. Wie war das denn nochmal? Irgendwas mit der Tür. Normalerweise gehe ich immer her, gucke hier, wo ist die Tür, gehe dann nach unten und da liegt dann der Erste. Yep. Ja, das muss natürlich Henning genau auf die gleiche Position, also auf die gleiche Höhe. Und anzielen. Und, naja, ein Stück weniger. Ist aber halb so schlimm. Hier sind noch jetzt welche. Einfach die Gegner rankommen lassen. Ja. Ja, von hier aus ist schwierig. Der Al kann ihn noch gar nicht sehen. Oh, Elite sogar. Die droppen immer besonders fein. Ich mache ein bisschen Sorgen um Altgott. Ich möchte nicht, dass Altgott schon wieder drauf geht, aber er hat eigentlich relativ gute Deckung. Ja? Ich weiß nicht. Wieso von hier aus ist schwierig. Vielleicht besser von woanders. So kriegt der Al eine Unterbrechung, wenn er den Gegner überhaupt nicht sehen kann. Oh, ich lege den Al am besten nochmal hin. Ach so, stimmt, der Aal ist ja hier oben hinter der Ecke. Ich bin ein bisschen unkonzentriert. Ja. Bam. Bam. Spitze. Sehr gut. Hier sind noch welche. Ich sollte wohl besser einen Abgang machen. Oder die Granate einsetzen. Ich habe gerade was gehört. Ja. Ja, das war aber nur Drake. Ja. So, jetzt versuche ich mal. Nee, Granate funktioniert irgendwie nicht, warum auch immer. Ich würde einfach sagen, so Altgott, volle Deckung und das machen dann mal besser die anderen. So, der wäre weg. Der ist in Ullis Feuer reingelaufen. Ja. Ja, oh, schade. Ich hätte einfach mit Henning in das Konvolut da reinballern können. Ja, den treffe ich nicht so gut. Jetzt treffe ich ihn sehr viel besser. Hat ein bisschen komischen Sound. Ziel erledigt. Ja, und da kann man die halt wegglitschen. Beziehungsweise alle an einem kleinen Punkt wegholen. Ich hoffe, wenn ein paar davon Maschinengewehre droppen, könnte ich ja einfach Carlos und Miguel damit ausrüsten und dafür sorgen, dass die damit hier diesen Sektor verteidigen. Ich weiß nicht, ob die zwei gut genug dafür sind, aber ich kann noch ein paar mitholen. Es sind ja oben noch ein paar. Ich meine oben in der Krankenhausstadt. Cambria, genau. Cambria. Genau, Mad Dog wohnt doch eigentlich sowieso hier. Ob der Schuss sitzt? Na, ich weiß nicht. Gegner. Ja. Kann er den sehen? Ja. Ha, weggesägt. Sehr cool. Workmanship. Und nur noch vier Stück. Ich habe gerade was gehört. Mist. Ja. Da die aber uns angegriffen haben, müssen die auch noch kommen. Ja, noch ein Schwarzhemd. Gut gepanzertes Schwarzhemd. Nicht gut genug für Dragunov. Verdammt.
Ich meine, wenn die einen angreifen, dann greifen die bis zum letzten Mann an. Ja? Pur? Pur? Ach, der hat wahrscheinlich gerade... Also sie hat gerade irgendjemand anderen getroffen, der da auch irgendwie in den Wulst lag. Ja, großer Leichenberg. Nicht übel. Pur. Ach, der war dying. Auf den hätte ich jetzt nicht unbedingt schießen müssen. Was? Ja, und Schmeiser hat schon wieder das ganze Magazin leer geschossen. Ja? Was? So, machen wir den Rest einfach mit Schmeiser. Zack. Nicht übel. Was? Was? Na komm, wie viel Leben willst du denn noch haben? Critical. Hab ich. Erledigt. Prima, das war der letzte von diesen Losern. Sehr schön. F. M. V 63 und wir bekommen Trommelwirbel. Oh, wie ich gerade sehe, sehen wir das, was wir bekommen haben in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren, dann könnt ihr hier andere Kanäle abonnieren und andere Videos gucken. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.